Hallo, willkommen zu diesem Video. Wir versuchen jetzt die Gasanlage nochmal ans Leben zu rufen. Dafür habe ich einen Laptop, Opcom und Diagnoseschnittstelle für die Gasanlage. Als erstes will ich jetzt rausfinden, welcher Injektor oder welcher Fehler genau kommt. Es waren immer Injektorfehler, welcher Zylinder. Ich werde jetzt erstmal das Fahrzeug auslesen, gucken, welcher Zylinder Fehlzündung hatte. Das zeigt ihr ja dann an. Es kann natürlich sein, dass er auch mehrere Zylinder Fehler hat, weil die mitgerissen wurden in dem Moment. Dann gehe ich ins Gassteuergerät und gucke, ob da ein Fehler hinterlegt ist. Manchmal ist das nicht der Fall, wenn man die wieder startet. Sonst werden wir die Gasanlage wieder einschalten und gucken, weil der Fehler kommt ja sofort, welcher Injektor aussetzt. So. Meiner Meinung nach war es 4 und 6 letztes Mal auch. Zoom. 4 und 6 letztes Mal. Das ist da vorne. Wir dann identifiziert haben, welcher Injektor nicht mitläuft, versuche ich nochmal alle zu reinigen. Mit so einer anderen Reinigungsmischung, mir wurde mal gesagt, Reinigungsbenzin, Zweitakt oder Diesel, wäre vielleicht interessant, die sage ich nicht, mal gucken, dass wir so ein bisschen reinträufeln, gucken, ob wir das vielleicht irgendwie doch eine Veränderung hinkriegen, weil wenn da eine Veränderung dann doch wieder kommt, weiß ich definitiv, dass die Injektoren wohl kaputt sind und immer wieder anfangen zu hängen. Entweder hält sich das dann, dass man dann nochmal zum TÜV kann. Und man muss die Injektoren austauschen. Ich meine, also, da auf Benzin ohne Probleme läuft, kein Fehlercode setzt, nichts. Ist ja Zündung etc. pp. In Ordnung. Jetzt ist noch eine Frage, die ich mir, also eine Überlegung, die ich hatte, vielleicht ist die Verkabelung der Gasanlage kaputt. Irgendwo eine Unterbrechung, Wackler, sonst was, und deswegen setzt der Injektor nur aus. Kann ja aus sein. Will ich dann auch ein bisschen prüfen. Und mal gucken, ob ich jetzt einen neuen Injektor hole. Die kosten ja anverstrichen nur 47 Euro das Stück. Ich bräuchte dann zwei oder am besten direkt alle drei da vorne. Weiß ich noch nicht. Vielleicht fahre ich auch nach Uedem zu den Gasspezialisten. Der soll die Anlage prüfen, gucken, was wirklich defekt ist. Die haben auch mehr Erfahrung. Ich habe nicht so viel Erfahrung in Gasanlagen. Was ich vielleicht noch zwischendurch versuchen will, ist die Way abzubauen und von Prinz die mal dran zu machen und gucken, ob es damit funktioniert. Weiß ich nicht, ob die ansteuern, aber in dem Sinne ist es nur ein Magnetventil mit einer bestimmten großen Düse und je nach Antaktungszeit wird mehr oder weniger reingespritzt. Die Düsen sind gleich groß mit denen, sollte eigentlich hinhaben. Falls ich dann doch nach Uedem zum Gasspezialisten fahre und der macht mir die Gasanlage top in Ordnung, dass es funktioniert, ohne dass er sagt, das kostet 700 Euro. Und die funktioniert dann ohne Probleme, weil sie gut eingestellt ist und alles in Ordnung ist. Bin ich echt dann überlegen zu sagen, die ganze Zeit drin zu lassen, die Landi-Renzo. Nur einen viel größeren Tank einzubauen, habe ich ja liegen, dank Maki. Und die Prinzteile einfach zu verkaufen wieder. Weil dann muss ich ja nicht auf die Prinz umbauen und vielleicht in zwei Jahren zu riskieren, wenn wir in zwei Jahren nochmal TÜV machen, wobei das geplant ist, dass der TÜV-Prüfer dann entdeckt, dass vielleicht doch keine Landi-Renzo mehr drin ist. Man weiß es ja nicht. Da muss man die noch eintragen und die Erstinbetriebnahme von der Firma machen lassen etc. pp. Das sind ja unmögliche Kosten. So, das sind jetzt meine Überlegungen. Ich hole jetzt Laptop, dann stöpseln wir mal alles an und gucken mal, was der Laptop sagt. So, also Opcom sagt, Zylinderfehlzündung 2, 3 und 5 sind mal direkt an der Zylinder. 2 wäre vorne der ganz linke Injektor, und wie ich gesehen habe, ich habe nicht hier ein Bild von, natürlich das Bild jetzt weg. Hallo. Und ich bete Zündreihenfolge. Also so stehen wir auf dem Motor. 2 wäre ganz vorne rechts. 5, 3 wären auf der anderen Seite die. Und die Gassoftware sagt, Benzineinspritzerfehler 2 und 3. Das wäre der hier. Also mit vorne Auto stehen ganz links. Und auf der anderen Seite der in der Mitte. Komischerweise auf der anderen Seite, weil auf der anderen Seite lief eigentlich. Ja, lustig. Ich werde jetzt werde die Fehler jetzt alle mal löschen, die Gasanlage nochmal anschmeißen und gucken, was er dann für Fehler wirft. Dann versuche ich zu reinigen. Dann mal gucken, was sich tut. So, ich habe jetzt gerade auf Gas umgeschaltet, Leerlauf. Keine Fehlerleuchte. Er läuft auf Gas im Leerlauf. Warum? Verarscht ihr mich? Hier. Gas. Leerlauf. Läuft. Keine Fehlerlampe. Keine Fehlerlampe.
Jetzt resetten wir nochmal, Liste auffrischen. Fehler auslesen, keine Fehler. Ohne Gassoftware, Diagnose, alles okay. Das Ding verarscht mich. Hier. Ich pack hier mal eine Kabel, vielleicht liegt es wirklich an der Kabel. Ja, mal gucken, noch mal rein. Ja, jetzt geht's dann nicht. Ein Tuch voller Rumspacken. Von hier jetzt läuft der. Ich habe jetzt noch mal ausgemacht, dann noch mal angemacht. Jetzt noch mal Gas umgeschaltet und der läuft. Und der läuft auf Gas. Kein Fehler, euch mit, der läuft jetzt schon 2 Minuten. Und der läuft. Keine Ahnung, wahrscheinlich zur Tiefbar kackt das Ding wieder ab, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich werde jetzt nochmal versuchen, ein bisschen zu reinigen, ein bisschen Zweitaktöl, den Reinigungsbenzin dazu reinzuträufeln. Diesmal weniger. Den erstmal nur im Leerlauf, bevor komplett umschalte laufen lassen, dann werden die kurz angetaktet. Ja. Und dann mal, es könnte sein, weil der ist jetzt knochenheiß gewesen, bin unterwegs gewesen. Als ich mein TÜV hingefahren bin, der TÜV war ungefähr 1,5 Kilometer von Arbeit weg, und nicht mal 1 Kilometer von Arbeit weg, weil war zu kalt und Paraffin hat sich festgesetzt, und deswegen liegt der einfach nicht von uns. Ja, deswegen, ich versuche nochmal mit der Reinigung, bisschen reinträufeln, erstmal den Leerlauf packen lassen, dann umschalten lassen, dann verbrennt er alles und das vielleicht ein paar Mal. Vielleicht läuft's dann jetzt. Lustig, wäre aber geil, wenn er jetzt läuft, dann, ne, wenig Kosten, TÜV kriegen. Ja, dann baue ich auch ein Prinzip vielleicht, mal gucken. Ah, ich weiß nicht, schon ein bisschen kurios, das Ganze ist, weil hier ist auch nicht, kann hier eine Kabel wackeln, hier, das ist ja hier professionell, nicht gekürzte Kabelbahn, kann ich auch hier überall dran wackeln. Ne? Jeder dran wackeln und er kriegt ja keinen Aussetzer. Wenn er jetzt einen Aussetzer bekommen hätte, würde ich sagen, okay, ich muss gar keinen Kabelbau. Ich vermute echt, dass es wohl daran liegt, dass die hängen geblieben sind in den Paraffin, weil das ist bei den MED, also MED-Injektoren, das sind ja schwarze MED-Injektoren von der Nirenzo, wo eine Krankheit, dass die mit Paraffin oder Dreck sich festsetzen und die meisten dann auch erst laufen, wenn sie wohl warm sind. Aber das scheint wohl der Fall jetzt zu sein. Also, ich mach mal die Kiste üs. Ich will dann, wenn ich das erstmal den auf Gas umstelle und die Reinigungsscheiße durchjage. Vorher muss ich noch gucken, weil sonst kriege ich Edgar wahrscheinlich nicht zum Michael, weil irgendwie kommt kein Strom mehr an die Anhängerdose dran. Trailer-Modul ist drin. Vielleicht das defekt. Jetzt auch noch. Und ich glaube nicht, dass ich nächstes Mal eins kriege, sonst werden wir uns nur bei Micha mit Sigi beschäftigen und dann 14 Tage, einen Monat später geht dann eigentlich Edgar dahin. Ja, schon alles cool, was hier. So, jetzt erstmal Reinigungsflüssigkeit. So, ich habe mal was angemischt. Hier, 2 Taktöl und ne? Geht mir noch. Jetzt, Ruhelauber. Jetzt ja, schaue ich den ab, jetzt läuft der Leerlauf auf Benzinbetrieb, packt ihr damals schon die Ventil an und gleich werde ich Schläuche wieder dran machen und dann pusten wir den einmal durch. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich wieder unglaubliche Rauchentwicklung. Ja, jetzt läuft der, war gar nicht so eine riesen Rauchwolke. Ja, der läuft jetzt wieder Leerlauf. Ja, ich werde jetzt nochmal Zeug reinträufeln lassen, jetzt noch ein bisschen länger laufen lassen. Und dann gucken wir mal, ne? So.
Aber es ist ja wieder ein bisschen beschissener. Ja. Motronik kommt nicht. Ja, mit der Gasanlage bin ich mir nicht sicher, weil die vorhin auch wieder ein bisschen ruppig lief, hatte ich das Gefühl im Leerlauf. Ich werde jetzt die Woche beobachten, also im Laufe der Woche mal gucken, wie sie verhält. Gegebenenfalls nochmal reinigen, nochmal ausprobieren und auslesen, welcher Injektor diesmal Fehler hat. Wir haben jetzt auch direkt noch die Spurstandköpfe gängig gemacht, also war gar nicht so schwierig, wie man sehen kann. Sauber macht, Mutter gelöst. Tritt alles wunderbar für die Arztvermessung und hier sehen wir das Problem. Der Reifen hatte mal so viel Profil, ja, und jetzt nur noch so wenig. Das ist die schlimmste Seite, die geht noch, aber naja. Kommt neuer Reifen, Arztvermessung, dann ist es auch erledigt. Ja, ich würde mal sagen, ich beende dieses Video jetzt. Mal gucken, wie es weiter mit der Gasanlage geht. Da wird noch ein Teil kommen, denke ich. Hier im Hintergrund rennt einer immer rum. Ja, ich kann nichts dafür. Der wohnt hier. Ne, ich halt noch mal, ich denke mal, es wird noch ein Video kommen über die Gasanlage. Gucken, was wir weitermachen. Vielleicht Injektor doch kaufen und ausprobieren. Einfach mal durchtauschen. Vor gute Gebrauchte mehr kriegt. Ja, das nächste Video, denke ich mal, wird sein Arztvermessung Licht einstellen oder hier reparieren mit den Superkleber. Schweißnaht aus der Flasche mal ausprobieren. Soll ja sehr gut sein. Überraschen lassen. Ja, gucken, was hält. Und Sigi, ja, mal auf dem Weg zum TÜV. Aber ich wette, es wird so ablaufen: Gasanlage läuft und ich fahre zum TÜV und die spackt wieder rum. Murphys Gesetz, das wissen wir alle. Ja, das ist zum Katzen. Ne, weil vorhin lief die echt super. Ja, haben wir ja gehört hier im Stand. Alles ohne Probleme. Keine Ahnung. Mal schauen. Wir haben noch bis zum 20.09. Zeit. Bis dahin sollen wir das hinkriegen. Nach und nach. Wir kriegen TÜV drauf. Klappt. Und dann geht's an Volker. Der ist im Dezember fällig, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Ach so. Aber ja. Ja, der Vectra B ist September, dann machen wir nächstes Wochenende auch weiter. Ne, für die Leute, die es interessiert. Fertig schweißen, wo er gar nicht so schlimm ist. Kann schon spoilern, der Träger sieht nicht so wild aus vorne. Ist aufgequollen. Als wir dachten, wir müssen da wohl kaum reparieren, also Bleche einsetzen, nur am Schweller. Also sollte man das an dem Sonntag hinkriegen. Gut. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Irgendein Video auf diesem Kanal. Ciao. Ist dunkel draußen.